Le Sable d'Olonne ist neben La Rochelle einer der zwei Hauptauslieferungsorte von Lagun. Wir wollen von hier eine Lagun 42 bis in die Türkei überführen. Für Peter Jachting in Göcek. Wir, das sind Jens R. aus Unna, kurz JR. Dann gibt es noch JB, mich nämlich, Jens Brambusch. Sebastian Kummer ist mit an Bord, der letztes Jahr bereits eine ähnliche Odyssee vor sich hatte. Und zuletzt kam noch Christina an Bord, eine begeisterte Seglerin aus Wien. Die Bootsübergabe organisiert Sailing Atlantic Service. Hier werden die Boote mit dem Unterwasseranstrich versehen, aufgerickt und ins Wasser gelassen. Und? Ja, zufrieden? Jetzt kommt die Arbeit. Ja, leider. Genauso ist es. Jetzt müssen wir erstmal alles sehen und dann... Aber was, was steht jetzt quasi als erstes an? Erstmal ja, jetzt müssen wir, das Wichtigste ist, weil am Montag Feiertag ist und wenn wir noch Nachbesserungsarbeiten haben wollen, müssen wir die heute machen. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt sofort einen Durchgang durch das Boot. Wir fangen oben an, vorne, gehen durch, gucken, sind alle, ist das Lick in Ordnung, sind alle Fallen da, sind alle... Luken dicht oder ist irgendwas, was uns auffällt, und dann gehen wir nach unten und gucken, wir sind da irgendwelche Sachen, und dann fangen wir an, die ganzen Materialien, die wir bestellt haben, die angeliefert wurden, die haben sie schon offenbar aufs Schiff gebracht, und ich hoffe, dass vor allen Dingen alles da ist, müssen wir die dann einsortieren. Okay. Dein Parasailer ist schon da, das ist das Wichtigste. Ich wollte gerade sagen, dann nichts viel los. Das Problem ist, das Boot ist quasi nackt. Nackt wie ein FKK-Strand an der Côte d'Azur. Kein Teller, kein Kochtopf, schon gar keine Sicherheitsausrüstung, kein Werkzeug, nichts. Alles hat Sebastian zuvor in Deutschland gekauft und per Spedition nach Frankreich schicken lassen. 5 Paletten voll, insgesamt 690 Kilo Equipment, das erst einmal ausgepackt werden muss. Schließlich haben wir einen weiten Weg vor uns. 3000 Meilen durch 7 Länder, 6 bis 7 Wochen werden wir wohl brauchen. Vielleicht auch länger. Denn schon jetzt verzögert sich die Abfahrt. Um mehrere Tage. Ein Tiefdruckgebiet macht ein Auslaufen unmöglich. Und so warten neben uns auch weitere Lagoons darauf, am Dienstag oder vielleicht auch erst am Mittwoch endlich Frankreich verlassen zu können. Aber bevor es ins Auspacken geht, müssen wir erst einmal das Boot abnehmen. Hier ist unsere Rettungsinsel, ne? Ja. Haben sie auch angebunden, das ist gut. Ja, nee, es geht. Was ist denn das Problem gerade? Wir haben die Problematik, dass wir überhaupt keine Situation haben, wo der Außenborder, und Sebastian treibt gerade ab. Ja. Wenn du an der Fischbude bist, die haben auch Takeaway. Die Außenborderhalterung bei Lagun bei der 42er mit. Aber die ist doch arschteuer. Ist teuer, aber ist es wert. Anscheinend. Genau, die Problematik ist, dass wir überhaupt keine Möglichkeit haben, den Außenborder irgendwo anzubringen, außerhalb des Dings. Die aufholen Spaß! Ja, aber das reicht doch allemal. Oh ja. So super. Ja. Ist auch, oh, Vorsicht! Oh, Entschuldige. Glück gehabt. Wer braucht schon 10 Finger, ne? Also, was wir machen beim Checken ist natürlich wie eigentlich beim normalen Rig-Check. Wir gucken, ob irgendwas locker ist, ne? Das heißt, man muss einfach immer ein bisschen dran ruckeln, ja, oder so, ne? Und dann und gucken wir, ob die natürlich Splinte alle, ja, da sind, sitzen, ne? Hier kann man eine Sichtkontrolle machen guck, hier ist gesichert auch. Also normalerweise ist es auch ganz gut. Was mir aufgefallen ist, total super, hier ist, obwohl wir keine Genacapol bestellt haben, haben wir diese Vorrichtung für den Genacapol. Und da werden wir dann den Genaka mit einer Taille dran fahren, dass, ja, der möglichst hoch kommt, dass der hier über dem steht, dass wir da keinen Druss haben. Und der ist nämlich ein bisschen kleiner, den Genecker, den ich habe. Das ist super, dann können wir den sicher fahren. Da hatte ich schon gewisse Bedenken. Wir haben nur hinten ein bisschen die Herausforderung mit den Winschen. Das werden wir auch noch hinkriegen. Ja.
Sind denn, muss ich mal blöd fragen, sind das wasserdichte Schotten nach vorne oder wenn jetzt hier? Nee, die sind das nicht wasserdicht. Nee. Also das heißt, mal vorlegen, würde ich nicht drauf ankommen lassen. Also es ist eigentlich keine. Ist einfach nur einfach abgetrennt als Stauraum. Ja, weil das, also ich glaube, dass da, aber so mehr oder weniger wasserdicht, würde ich sagen. Ne? Aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Nee. Aber so ist es, wie es ist. Jetzt machen wir da eine normale Liegefläche ohne allen. Aber passt. So, aber wir gehen jetzt mal weiter. Da muss eh einer im Master, kann man dann gucken. Hier kann man auch sehen, ob das einigermaßen. Letztes Mal sind uns hier. Ach, der hat hier eine andere Aufhängung. Ja, das ist jetzt besser. Ja. Ist das hier raus? Ich weiß auch. Achso, ich war einfach nur. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, ja. Hier, dass das nicht. Aber dass man da nichts macht, dass man nicht oder dass das bricht. Letztes Mal hat sich diese Schraube gelöst. Naja, dann. Eigentlich muss die mit Loctite gesichert sein. Ne? Ja. Und das müssen wir mal beobachten. Eieiei. Corona. Das Problem ist auch, ich meine, das ist natürlich hier auch. Auweia, da sparen sie aber. Die sind ja mini. Ne? Was mir gut gefällt, ist hier dieser neue Mastfuß, ne? Mit den Anregungen da. Die sind. Achso, ja. Okay. Ja, das ist. Das ist praktisch sehr, kann man viel anbringen und sehr übersichtlich auch. Ne? Und auch gut von der, kannst du die dann hinbringen, wo du die haben willst. Das glaube ich nicht, dass der hier ist. Sollen wir mal gucken, ob wir den Motor anmachen können? Ja, wollen wir erstmal Öl. Die haben schon einen Check, haben die Hoppen. Ne? Oder jetzt eingebaut, jetzt Öl und sowas ist drauf bei den Hoppmaschinen. Ne? Wie Weihnachten für dich. Ne? Genau, wie ja. Weihnachten. Ja. Das sind Männergeschenke. Ein Motor, ein Motor. Oh. Ach guck, das sieht schön aus. Und während wir unser Boot Schritt für Schritt durchgehen, kommt bereits die nächste Lagune in den Steg. Nee, das ist der Water Heater. On. Das sind die Plugs on. Okay. Cabin. Ja. Ah ja, das waren die Cabin. Ja, Cabin Lights. Switch okay. Unit. Ah ja. Auxiliaries, weiß ich nicht, was ist. Ist das Wasserpumpe? Das ist die Bordbatterie. Aber was sind wir denn? Ach, das ist Tank auch. Guck mal, halt, Tank war nur halb voll, ne? Geh mal zurück. Ja. Ne, jetzt okay. Ganz voll, okay, alles klar. Ach, guck mal hier, und was dann es da gibt. Sind endlich die Kisten ja. Dran. Jens, was aufgetaucht ist. Ja, das sind da die besten. Mittlerweile ja schon mit neuem Cover. Ach so, uiuiui. Ja. Damit du auch viele Unpacking-Videos machen kannst, habe ich eine Unterwasserdrohne gekauft. Ist das die Unterwasserdrohne oder ist das ja. Teil, wo man sich hinterher ziehen lässt? Die Unterwasserdrohne. Geil. Was machst du an Deck? Du bist noch nicht in der Küche. Die Küchenschabe geht gleich. Aber bevor Jens, ein Gastronom aus Unna, in der Küche zaubern kann, müssen wir erst einmal einkaufen gehen. Aber bist du denn zufrieden mit der Auswahl hier an? Es ist herrlich. Ja. Da macht das Einkaufen so richtig Spaß. Russell Hanut nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Plackerei. Aber so lecker Sachen. Und dann ist auch mal Feierabend. Mahlzeit.
Morgen geht es dann weiter. Auf.